Willkommen im Chemical Brothers Synth-Special. Wir schauen uns mal ein paar Sounds hier genauer an. Ja. Und los geht es hier mit diesem markanten. Klingt wie ein Schuss. Genau. Synthesizer. Es ist kein Sample, sondern es ist ein programmierter Sound. Christoph, wie geht das? Ja, man muss sich erstmal grundsätzlich für einen Synthesizer entscheiden. Am besten einen, den man ja sehr gut kennt und gut bedienen kann. In diesem Fall also der Silent One. Genau, in diesem Fall der Silent. Und der Sound an sich besteht aus zwei Komponenten. Einmal dieser Noise Sound, den man hier hört. Mit so einem Sweep drin. Mhm. Und zusätzlich noch ein Sample, was einfach die Attack gibt. Das ist so ein Crash, das ist ja auch verzerrt. Mhm. Darum kümmern wir uns nicht. Wir schauen uns einfach mal den Synth an sich an. Mhm. Ja, grundsätzlich hört man natürlich, dass wir hier Noise-Anteile haben. Deswegen kann man die Wellenform schon mal auf eine Noise-Wave stellen. Mhm. Und das ist es auch eigentlich schon, was diesen Sound ausmacht. Kann ich ihn jetzt spielen? Ja, klar. Ja. Genau, du kannst ihn spielen und man hört einfach nur eine Noise. Mhm. In dem Fall 8 Stück davon und die ein bisschen im Stereo-Panorama verteilt. Mhm. Das hat einfach das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Weite. Ansonsten ist alles wie in den Standardeinstellungen, weil der Sound soll sofort kommen und er soll sofort da sein. Das Einzige, was sich verändert, ist dieser Sweep nach unten. Ja, wie erzeugt man den? Und den haben wir jetzt durch eine Modulation gelöst. Mhm. Wenn ich das laufen lasse, müsste sich der Knopf auch bewegen. Hier sieht man es. Der Cutoff bewegt sich. Ist immer schön zu hören und zu sehen. Also wenn ich es manuell mache, habe ich hier das komplette Noise. Und wenn ich das jetzt sehr langsam runterfahre, dadurch passiert eigentlich der Schuss. Da ist der Schuss. Und je schneller ich das mache, desto schneller ist der Schuss. Und wichtig, wie bei jedem Synthesizer, wenn man die Resonanz jetzt mal rausnimmt. Cutoff ist auf beiden Seiten hier. Schon ein bisschen lahm. Mhm. Und es darf natürlich nicht zu aggressiv sein, aber man muss schon mitbekommen, dass es da ist. Durch die Resonanz wird eben dieser Sweep betont und klingt dadurch prägnant. Genau. Dann gibt es hier einen Drive-Regler, der regelt das noch ein bisschen, also wie so eine leichte Verzerrung. Mhm. Und das ist es aus der Programming-Seite schon. Dann kommen noch ein paar Effekte hinzu, Distortion und Reverb, und die machen es dann, komplizieren das. Weil so klingt es, ja, es klingt wie ein Noise-Generator. Es ist einfach ein Rauschen. Ja. Die Verzerrung macht es schon ein bisschen dreckiger und der Reverb bettet das Ganze ein. Also, relativ einfach, ein Oszillator mit einer Noise, das war's. Effekte und Automation. Genau. Gut, gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier oben den Woodblock-Sound. Im Kontext klingt das Ganze so. Solo. Ja. So, hier ist es eigentlich nur ein klassischer Casio-Synth-Sound. Klingt dann so. Genau. Hier hatten wir Glück und haben direkt ein Preset gefunden, was Woodblock heißt. Und es ist ein spielbarer Holzklotz. Hat so gepasst. Und hier macht es eigentlich eher hier diese Effektkette, die dann aus diesem Sound das hier macht. Kaputt. Und, genau, kaputt. Können wir auch eben einzeln durchgehen. Das eine ist der Decapitator von Soundtoys. Eben ein Verzerrungstool, was man hier über den Mixbereich, über den Mixregler stufenlos dazu schalten kann. Der ist komplett auf Wet gestellt, das heißt, wir haben nur noch das voll verzerrte Signal, dreht mit Drive den gewünschten Anteil rein, wählt dann hier auch den passenden Style aus, das sind quasi verschiedene Härtegrade. Es gibt noch einen sogenannten Punish-Modus, mit dem wird nochmal so richtig Gas gegeben, und dann gibt es hier eine Tone Control und ein High-Cut, mit dem kann ich halt dann hier alle Höhenanteile rausnehmen, und so wird allein schon durch dieses Tool aus diesem Sound das hier. Da haben wir jetzt sogar weiter. Dann haben wir hier den Fab-Filter, der macht noch ein bisschen EQ, nimmt also hier noch mehr Höhen raus, betont diesen Bereich. Jetzt kommt noch was sehr Interessantes, nämlich das Age-Delay, was auf so kurze Werte gestellt ist, dass man wirklich nur so ein kleines Slap-Delay hat. Das klingt da auch schon irgendwie so. Klingt wie zwei Sounds eigentlich so. Genau. Sehr kaputt. Okay.
Und dazu kommt dann noch der Microshift, auch ein Soundtoys-Tool, was so einen leichten Chorus-Effekt eigentlich macht und hier über den Mixregler auch stufenlos dazu gemischt werden kann. Fertig ist unser Sound. Ja. Also in diesem Fall quasi Sounddesign durch Plugin-Bearbeitung. Genau. Direkt unten drunter liegt dieser Pitch-Sound. Ja. Pitch-Effekte sind ja sehr, sehr nützlich immer als Übergänge. Es baut halt auch Spannung auf. Genau. Es ist immer super. Und in dem Fall haben die da einen großartigen Sound gemacht, wie ich finde. Mhm. Und der lebt auch, wie der Sound vorher, eigentlich hauptsächlich durch die Bearbeitung. Mhm. Wenn wir das alles ausmachen und mal nur den reinen Sound uns anhören. Naja. Der kommt jetzt aus ein bisschen lahm, genau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das Spannende ist ja gerade jetzt doch diese Pitch-Kurve. Wie genau. Kriegt man das dann hin? Die Pitch-Kurve ist einfach dadurch gelöst, dass jeder Synthesizer meistens eine Range hat, die man einstellen kann, in der er überhaupt gepitcht werden kann. Mhm. Wenn man das sieht, wir haben in unserem Keyboard hier ein Pitch-Wheel, können nach unten und nach oben pitchen. Und das ist jetzt auf 7,5 Töne gestellt. Genau, hier können wir jetzt 7,5 Töne hochpitchen. Das hängt immer vom Song ab oder wie man es gerne möchte. Mhm. Und das haben wir dann einfach innerhalb der MIDI-Spur automatisiert. Ja, hier sieht man, es geht quasi so in so Stufen, geht es dann langsam rauf. Und es macht einen riesen Unterschied, ob man sagt, man macht jetzt so und zieht ihn einfach gleichmäßig hoch oder wenn man ihn wirklich Stück für Stück, das ist noch so wie, geht er halt wirklich so eine Treppe rauf. Oder man kraxelt einen Berg hoch. Das macht den Effekt hier spannend. Dazu kommt dann, wie bei dem anderen Sound auch, eben Verzerrung, in diesem Fall aus dem Camel Crusher und vor allem wieder Hall. Hall. Schalte ich mal alles wieder an und schon habe ich hier meinen fertigen Sound. Genau. Jetzt ist er wirklich breit und hat Räumlichkeit und das gibt dem Spannung. Mhm. Obendrauf kommt noch, dass der Sound doppelt ist. Einmal in einer engen Variante und einmal in einer breiten. Mhm. Und die Breite haben wir dadurch bekommen, dass wir den Faturator eingesetzt haben, der einen schönen Knopf hat für die Stereobreite. Ah ja. Und das gibt dem eine enorme Weite. Mhm. Gehen wir mal weiter. Hier hinten im nächsten Part kommt ein sehr schöner Sound. Klingt wie ein kaputtes Telefon tuten. Wie geht das? Ja, dieser Sound ist im Prinzip wirklich sehr einfach. Wir haben ja auch in diesem Fall nur eine einzige Wellenform, das ist eine Pulswelle. Mhm. Und was man da macht, ist so eine ganz schnelle Pitch-Bewegung, die hier geregelt wird. Über den LFO. Über den LFO, genau. Der LFO steuert quasi den Pitch der Wellenform. Man muss das jetzt mir anhören. Ausmachen? Ich mach's mal ganz aus. Hier sieht man schon, der Wert ist auf 0,24 eingestellt. Wenn ich den jetzt runterdrehe auf 0, bewegt er sich ganz wenig. Kann ich die Stärke verstellen? Das ist jetzt schon viel zu viel. Mhm. Und durch dieses Subtile, muss man den richtigen Wert finden, durch das Subtile, aber doch sehr Schnelle, kommt dieses, dieses Knacken zusammen. Und wenn ich die Geschwindigkeit mal einstelle, merkt man. Und jetzt dreht er richtig durch. Ja. Und jetzt kann man ihn noch fast nicht mehr spielen. Und das ist so die Schwierigkeit gewesen zu gucken, wann kann ich ihn noch spielen, wann ist er tonal und wann ist er einfach nur noch Sound. Und da muss man wirklich ein bisschen rumspielen. Sehr schön. Aber das bringt ja auch direkt so einen Rotz rein, den kriegt man eben nicht durch Verzerrung oder irgendwas anderes. Die kommen leider noch zusätzlich drauf. Wenn man die Verzerrung und den Filter mal komplett ausmacht, so, ich spiele. Das ist der Sound, der quasi da ist. Auch schon sehr, sehr komischer Sound. Genau. Verzerrung an, das ist die erste Stufe und das ein bisschen eingrenzen durch den Filter. Und dann hat man den fertigen Sound. Sehr schön. Und dazu wieder in den Plugins Camel Crusher für Verzerrung plus Reverb für eben diese Räumlichkeit. Ja. Das war das. Dann haben wir hier unten ist auch noch ein sehr interessanter Sound am Ende des Aufgangs. So. Das ist das hier. Sehr kaputt.
Ja, sehr kaputt. Es ist einerseits ist es eine Pitch-Bewegung, die in diesem Fall aber tatsächlich einfach gespielt ist. Ja, es ist eben kein Pitch-Bending, sondern es ist wirklich einfach ja, Tasten runtergespielt. Mehr chaotisch als... Ja, aber das macht ja den genau. Charakter aus. Wenn es jetzt genau drauf wäre, wäre es sehr langweilig. Genau. Zusätzlich wird das Ganze im Panorama moduliert. Es geht einfach von links nach rechts. Das ist Standard Automation im Mixer. Und dann ist ja noch der Wow-Filter drauf in der Zweier-Version, der hier eine sehr schöne Modulation mit eingebaut hat und eben noch einen Sweep auch noch mit einbaut. So dass halt der Filter auch noch durchfahren wird. Und würde man jetzt hier diese Plugins eben ausmachen, dann hat man jetzt nur noch den reinen Synthi. Ja. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir so ziemlich alle Synthis behandelt. Ansonsten haben wir hier eben klassische Noise-Effekte und so einfach als Audioschnipsel reingesetzt, genauso wie diese Vocal. Im Prinzip müsste jetzt ja tatsächlich noch ein Rapper dazu und vielleicht hier und da Gesang. Das ist jetzt hier einfach eben nur mit Samples angedeutet. Und ja, da muss man eigentlich so seine analogen Schätzchen wieder auspacken und damit spielen. Weil so. Die Sounds an sich basieren meistens auf einer oder zwei Wellenformen, sehr einfach gestrickt, aber haben halt Charakter. Ja, mal ein Verzerrerpedal kaufen und einen billigen Hall. Ja, das muss man ausprobieren. So muss man es machen. Okay, super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.